herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Ich fange jetzt gerade an, mit dem Handy zu filmen, weil ich gerade im Auto sitze und dumm bin und meine Kamera hinten gelassen habe im Kofferraum drin. Und deswegen muss ich jetzt anfangen, mit dem Handy zu filmen. Eigentlich wollte ich das hier irgendwo ablegen, aber ist irgendwie nicht möglich. Ich wollte euch nur kurz Hallo sagen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Flughafen. Und zwar dort dann auf dem Weg nach Bayern, nach München, um genau zu sein, zuerst und dann von München aus wieder nach Bayerischzell für Frühling, für die ZDF-Serie, in der ich ja mitspiele. Jetzt geht es gerade quasi weiter für die Folgen für nächsten Frühling, also nächstes Frühjahr. Und da fahre ich jetzt gerade hin. Und surprise, die Folgen sind jetzt auch schon da. Ich habe den Vlog letztes Jahr gedreht und wollte ihn dann passend zum Frühlingsstart hochladen. Heute Abend kommt einer der Filme tatsächlich sogar. Also heute Abend um 20.15 Uhr solltet ihr unbedingt ZDF einschalten. Ich bin sogar sehr, sehr viel dabei. Also ich habe eine relativ große Rolle. Heute Abend kommt ein Film und nächsten Sonntag kommt auch noch einer. Also nächsten Sonntag 20.15 Uhr auch wieder. Ihr könnt die ganzen Filme aber auch in der ZDF-Mediathek gucken. Die sind unten in der Infobox verlinkt. Also falls ihr heute Abend keine Zeit habt oder die Filme jetzt schon gucken wollt, ich verlinke euch alle unten in der Infobox. Ich bin gerade in Köln. Ich hatte gerade noch einen Termin und jetzt geht es zum Flughafen und da vorne ist ein Blitzer. Angekommen am Flughafen und jetzt geht's in den Flughafen rein. Ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt erzählen wollte. Ich bin viel zu früh. Eigentlich hätte ich jetzt erst losfahren müssen. Ich muss erst so in, keine Ahnung, einer halben Stunde eigentlich hier sein, damit ich so alles normal schaffe und dann eigentlich sogar auch noch warte. Also chill ich mich jetzt mal in den Flughafen rein, würde ich sagen. Hi, Leute! Woo! Okay. Ich bin jetzt in Bayerischzell angekommen. Ich filme jetzt gerade mal mit meinem Handy, weil, gute Frage eigentlich, meine Kamera liegt da hinten, ich bin dumm. Aber ich habe ja ein neues Handy und deswegen wollte ich unbedingt die Kamera ausprobieren, weil die so gut sein soll. Und ich habe jetzt hier gerade schlechtes Licht, deswegen wollte ich die einfach nochmal eher ausprobieren, ob sie auch im schlechten Licht gut ist. Keine Ahnung, ich habe jetzt eigentlich nicht vor, meine Kamera, also mein Handy, als meine Vlogging-Kamera zu benutzen auf Dauer, aber ich wollte es jetzt irgendwie einfach mal ausprobieren, weil ich dieses Handy austesten möchte und super aufgeregt bin. Ich bin jetzt in meiner Ferienwohnung angekommen. Ich habe auch gar keine fettigen Haare irgendwie und mein Outfit ist auch das Beste. Ich habe diesen Pulli hier an, der gehört zu einem Jogginganzug, der eigentlich noch eine Jogginghose hat, die in der gleichen Farbe ist natürlich, aber ich habe jetzt eine andere grüne Hose dazu angezogen, die irgendwie so gar nicht dazu passt, weil das gar nicht der gleiche Grünton ist. Aber ich habe die Jogginghose davon nicht dabei und das hier ist Teil von meinem Kostüm für morgen. Ich hoffe, deshalb ich kleckere das nicht voll, aber ich habe eigentlich sowieso nicht mehr vor, irgendwas zu essen. Guck mal, ich bin übrigens komplett grün. Mein Handy ist grün, mein Pulli ist grün, meine Hose ist grün, meine Unterhose ist nicht grün und meine Socken auch nicht. Aber ziemlich viel ist grün. Guten Morgen, Leute. Es ist der nächste Tag und ich sitze gerade in meinem Trailer. Ich wurde gerade schon abgeholt zum Set. Ich werde jetzt gleich fertig gemacht. Ich habe noch so Zöpfe. Ich habe mir gestern die Haare gewaschen und ich hatte wieder kein Abschminkzeug dabei. Deswegen habe ich noch so gräuliche Ränder an meinen Augen und sehe aus wie der Tod sein Vater. Aber ich schwöre, das ist nur Schminke. Ich habe nicht die Nacht durchgemacht. Ich frühstücke gerade noch Quark mit Früchten einfach. Und ich habe noch eine Brezel. Weil in Bayern kann man nicht keine Brezel essen. Die Brezeln hier sind so geil. Letztens hatten wir in der Szene Brezel und Christo und ich haben die ganze Zeit die Brezeln gegessen. Und die Brezeln sind ja eigentlich Requisite. Das heißt, man sollte die nicht essen. Aber wir haben die trotzdem die ganze Zeit gegessen und danach auch ein kleines bisschen Ärger bekommen. Beziehungsweise Christo hat Ärger bekommen, weil mir jetzt keiner gesagt hat. Genau, ich esse das jetzt noch schnell und dann muss ich auch sofort in die Maske. Tada! Leute, wie sehr sehe ich gerade noch aus wie ich? Ich glaube so ungefähr 0,3%. Ich habe einfach so die weirdeste Frisur auf diesem Planeten, beziehungsweise also so untypischste Frisur, für mich zumindest. Sieht aus wie so ein kleines Dorfmädchen. Und ich meine, gut, das war auch der Plan, deswegen hat es ja ganz gut funktioniert. Ich sehe aber noch mehr so aus als sonst tatsächlich. Irgendwie haben sie die Frisur heute ganz besonders gut hinbekommen. Und ich habe mich jetzt schon in mein Kostüm geschmissen. Und dann geht's gleich los. Ich muss heute den ganzen Tag eigentlich nur heulen, weil mein Freund mit mir Schluss gemacht hat. Ich bin fast fertig. Hat jemand angerufen? Nur eine Frau von der Krankenkasse. Frau Baumann oder Sie sollen sich wegen einer Abrechnung zurückmelden. Was ist eine Abrechnung? Ah, Frau Lachner. Ach so,
Klingt nach Adrian. Das hört man am Ton, irgendwie lauter, euphorischer. Klar. Wetten? 20 Minuten noch, dann habe ich frei. Ich will diesen Praktikumsplatz wirklich behalten, Herr Pfarrer. Ich schmeiße Engel nicht so schnell raus. Keine Sorge. Ich bin mit den Anträgen aber noch nicht ganz durch. Bitte, Herrgott, mal ein Auge zudrücken. Jetzt machen Sie mal Feierabend heute. Danke. Und? Habe ich gewonnen? Ja, haben Sie. Also morgen um 10? Morgen um 10. Und deswegen gucke ich mir jetzt gleich auf einer Wiese die ganze Zeit Fotos von uns an, fange an zu heulen und dann kommt ein Hund und eigentlich eine ganz, ganz süße Szene. Ja, wird cool. Ich freue mich schon drauf. Ich liebe das immer, in Szenen heulen zu dürfen. Das musste ich hier schon relativ oft tatsächlich. Ich liege jetzt gerade schon in meiner Szene quasi. Also meine Aufgabe ist es eigentlich nur hier zu liegen und gleich zu heulen, aber jetzt gerade noch nicht, weil die jetzt erstmal mit der Drohne das machen. Die fliegt da vorne. Ich weiß nicht, ob man die jetzt gerade sehen kann. Ich glaube, ich muss jetzt auch aufhören zu filmen, weil ich halt gefilmt werde. Und ich glaube, das wäre komisch, wenn ich jetzt vloggend gefilmt werde. Aber die machen erstmal nur eine Probe, das weiß ich nicht. Ah, ich höre jetzt trotzdem mal auf zu filmen. Aber wartet, Leute, es sieht so schön aus hier. Guck mal bitte. Wie schön ist es bitte hier? Und man hört die ganze Zeit die Glocken von den Kühen, die hier überall so sind. Es ist einfach so idyllisch und so schön. Ich werde hier den ganzen Tag liegen, aber das darf ich leider nicht. So, ich bin jetzt schon ein bisschen verheult, wie man sehen kann vielleicht. Und wir drehen jetzt noch eine Szene mit einem kleinen Hund. Der ist super süß und die bereiten ihn gerade vor, damit er hört, was er machen soll. Guten Morgen, Leute. Es ist ein neuer Tag in Bayern. Und ich habe heute frei tatsächlich. Gestern war ja Drehtag. Heute ist kein Drehtag und morgen ist wieder Drehtag. Hier ist der Rest meines Drehbuchs. Also das sind die restlichen Szenen, die noch gemacht werden. Und einige davon morgen. Das heißt, ich muss gleich noch ordentlich Text lernen. Aber jetzt gehe ich erstmal zu dem einzigen Supermarkt, den es hier in diesem Dorf tatsächlich gibt. Es ist nämlich ein sehr, sehr süßes, kleines Kaff hier. Und ich kann euch mal den Ausblick zeigen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann. Eigentlich erkennt man gerade gar nichts, habe ich das Gefühl. Hier ist nur ein so ein riesiger Berg. Es gibt tatsächlich noch wesentlich schönere Aussichten. Ich werde jetzt gleich in den einzigen Supermarkt hier gehen und dann werde ich mich bei euch später melden und mal gucken, was ich mit meinem Tag heute anfange, weil ich halt wirklich nichts zu tun habe. Ich bin auch so blöd gewesen und habe mein Akkuladekabel für meinen Laptop nicht mitgenommen. Das heißt, ich habe jetzt noch 35% Akku auf meinem Laptop und habe aber eigentlich noch voll viel zu schneiden, aber das wird halt nicht lange halten, leider. Werde ich wohl wirklich mal schauen, was ich heute so treibe. Wahrscheinlich sehr, sehr viel spazieren gehen. Das kann man hier aber auch ziemlich gut. Ich gehe nur nie spazieren, aber heute werde ich wohl spazieren gehen. Ich werde jetzt allerdings erstmal zum Supermarkt spazieren gehen. Und ihr kommt mit. Woo! Ich war einkaufen, Leute. Ich bin wieder da. Ich habe nicht mitgefilmt. Ich habe es irgendwie voll verpeilt. Eigentlich wollte ich mitfilmen beim Einkaufen, aber irgendwie habe ich es einfach nicht gemacht. Ich habe einmal Salsa gekauft. Chips, die ich eigentlich nicht kaufen wollte. Eigentlich wollte ich gesund einkaufen. Aber das ist mehr oder weniger gesund, weil die sind von Alnatura. Und es sind so Maischips. Und da ist nur... Warte, ich habe schon ein bisschen was gegessen. Deswegen... Ja. Da ist nur Maismehl, Sonnenblumenöl und Meersalz aus biologischer Landwirtschaft drin. Also ist es mehr oder weniger gesund. Es ist zwar nicht gesund, aber es ist mehr oder weniger gesund. Außerdem habe ich mir Studentenfutter gekauft, von dem ich auch schon was gegessen habe. Dann habe ich Reis gekauft. Eigentlich hätte ich gerne normalen Reis gekauft. Allerdings wäre das so ein Riesenpaket gewesen. Und ich bin halt nur noch bis übermorgen hier. Und ich brauche nicht so viel Reis. Deswegen habe ich jetzt so eine Uncle Ben's Packung gekauft. Spitzenlangkornreis. Ich mag da dieses mediterrane Reisgericht richtig, richtig gerne von. Allerdings dachte ich mir so, ich nehme mal was Normales. Kann das dann vielleicht mit der Salsa mixen oder so. Das schmeckt dann bestimmt ähnlich wie dieses mediterrane. Obwohl eigentlich nicht. Wahrscheinlich schmeckt es anders. Egal. Weil ich so Hunger hatte. Ich habe auf jeden Fall Spitzpaprika gekauft, Gurke und Avocado. Da ist jetzt noch eine Paprika drin, noch ein bisschen von der Gurke und was von der Avocado. Ich habe das alles hier in dieses Plastikding getan, damit ich irgendwie keine neue Folie aufmachen muss und das irgendwie mehr oder weniger frisch bleibt. Daraus habe ich schon Salat gemacht. Ich liebe das Salat vorzubereiten, weil dann saugt sich das Dressing, was ich irgendwie aus Balsamico, Öl und Salz, Pfeffer und Paprikapulver und italienischen Kräutern gemacht habe, die hier zum Glück schon vor, also die hier schon da oben drin waren, damit sich das dann noch so einsaugt. Das ist einfach voll geil. Da habe ich jetzt Cherry-Tomaten drin, da habe ich alle reingetan, da habe ich keine mehr übrig.
Gurken, Paprika und Avocado. Genau, das war alles, was ich da auch gekauft hatte und eben die Cherry-Tomaten. Und davon ist jetzt sehr, sehr viel Salat da, aber den kann ich auch noch morgen essen. Außerdem habe ich hier noch Zitrone. Davon habe ich die Hälfte auch noch in das Dressing gemacht und noch ein bisschen was in mein Wasser. Außerdem habe ich mir so einen High-Protein-Vanilla-Pudding gekauft. Den wollte ich zum Frühstück essen. Davon habe ich auch schon einiges gegessen, aber irgendwie hatte ich nach der Hälfte keinen Bock mehr drauf, weil das echt viel ist da drin. Deswegen esse ich den Rest irgendwie vielleicht morgen oder später. Das war mein Einkauf, beziehungsweise das ist alles, was ich in meiner Küche habe, weil so richtig mein Einkaufshaul war es ja jetzt nicht, weil alles schon verarbeitet und genutzt wurde. Ich gucke gerade ein YouTube-Video. Ich habe vorhin die ganze Zeit schon weiter geschnitten, also beziehungsweise ich war am Schneiden. Aber dann ist mein Akku leer gegangen. Ich war voll im Flow einfach gerade am Schneiden. Ich hatte voll Lust drauf und voll Spaß dran. Aber dann ist mein Akku leer gegangen. Ich Idiot, habe natürlich kein Ladekabel mitgenommen. Ich habe das zu Hause vergessen. Ich muss mir echt unbedingt noch ein neues Ladekabel für meinen Laptop kaufen, weil ich mein Ladekabel immer vergesse. Ich bin ja super viel unterwegs und ich hätte voll gerne eins, was ich unterwegs halt immer mitnehme. Also eins, was ich halt einfach in meine Tasche reinschmeißen kann. Weil mein Ladekabel ist zu Hause an meinem Schreibtisch halt so hinterm Schreibtisch eingedingens, damit das halt immer so griffbereit ist. Und ich habe keinen Bock, das jedes Mal da rauszuramuseln und dann später wieder reinzumachen, weil irgendwie ich das dann dreimal die Woche machen muss und das voll nervig ist. Allerdings kostet so ein Original Apple-Ladekabel 90 Euro. 90 Euro für ein Laptop-Ladekabel. Und das sehe ich halt irgendwie überhaupt nicht ein, deswegen drücke ich mich die ganze Zeit davor, ein neues zu kaufen. Ich habe mir letztens ein Fake-Ladekabel gekauft, also eins bei Amazon, irgendwie für 20 Euro oder so. Aber das hat nicht funktioniert. Das hat irgendwie zweimal aufgeladen und dann hat es einfach nicht mehr funktioniert. Dann musste ich es zurückschicken, weil es hat halt nicht aufgeladen. Also falls ihr irgendwie irgendwelche Ladekabel habt, die jetzt nicht original Apple sind, die sehr, sehr gut funktionieren mit euren, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal super gerne in die Kommentare, da wäre ich euch sehr dankbar. Schickt mir einfach irgendwie einen Link oder sowas. Ich weiß aber halt auch nicht, ob man das machen sollte, ob da von der Akku irgendwie kaputt geht oder sowas. Obwohl mein Laptop eh schon echt nicht mehr der neueste und fresheste ist. Aber ich muss es ja nicht noch ausreizen quasi. Vielleicht sollte ich mir einfach das Originale kaufen. Aber ich will nicht. 90 Euro für ein Ladekabel ist so unfassbar viel. Aber ich meine, gut, das ist halt Apple, ne? Muss man mitrechnen. Aber schreibt mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr euch lieber das Originale kaufen würdet wegen, weiß nicht, möglichen Akkuproblemen oder so. Oder irgendwie, dass es was kaputt machen könnte. Oder ob ihr halt irgendwie eine gute Alternative habt. Da wäre ich euch wirklich sehr dankbar. Tada! Hier ist jetzt mein Mittagessen. Dabei gucke ich RemLife, also Remy. Falls ihr sie nicht kennt, die macht so, so unfassbar tolle Vlogs. Ich liebe ihre alles. Ich liebe sie einfach. Die ist so süß. Die macht da gerade so eine Dance-Class. Und hier habe ich noch meine Wasserflasche. Die hat 1 Liter drin und ich habe es schon fast ausgetrunken. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Und dazu sitze ich hier auf meinem Balkon. Normalerweise trinke ich halt immer viel, viel, viel zu wenig am Tag. Das ist wahrscheinlich so die Menge, die ich nicht mal am Tag trinke. Also es ist kein Witz, ich trinke viel, viel zu wenig Wasser. Und ich habe jetzt meine Wasserflasche extra mit hierher genommen, damit das nicht nochmal passiert. Weil wenn ich solche Wasserflaschen habe, dann kann ich irgendwie viel, viel besser, viel mehr trinken. Also falls ihr auch so ein Wasserproblem habt und beziehungsweise einfach ein nicht genug Trinkenproblem, dann besorgt euch mal unbedingt so eine Flasche. Damit habt ihr ohne Spaß viel mehr Motivation, die auszutrinken. Trinken, weil ihr einfach wisst, dass sie noch voll ist. Vor allen Dingen, wenn ihr abends ins Bett geht und da noch was drin ist. Das macht einen richtig, also ich kriege dann immer so voll die Selbstzweifel fast schon gefühlt und trinke die dann abends immer noch aus, weil ich mich sonst schlecht fühle, wenn ich sie nicht austrinke. Und genau, die trinke ich. Also ich versuche sie mindestens einmal am Tag noch aufzufüllen, dass ich 2 Liter trinke. Ich habe es aber auch schon mal geschafft, dass ich sie 3-mal aufgefüllt habe. Ich habe jetzt aber erst seit kurzem wieder damit angefangen, weil ich es irgendwie wieder voll vernachlässigt habe, das zu machen. Und ich freue mich, weil ich sie gleich schon wieder auffüllen kann. Yay! Ist auch witzig, dass man sich mittlerweile über solche Sachen freut. Ich werde alt. War das sehr. Und Remy ist jetzt. Ich habe ihr gerade die ganze Zeit, während ich gegessen habe, beim Kochen zugeschaut. Jetzt bin ich fertig und jetzt isst sie. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich bin jetzt tatsächlich rausgegangen und habe vor, joggen zu gehen. Ich weiß nicht, ob es mehr so ein Spazieren oder Walken wird, aber ich bin gerade tatsächlich schon ein bisschen gerannt. Und guck mal, wo ich hier bin. Es ist so schön. Ist so voll der... eigentlich ist das eine Hotelanlage hier. Hier war ich auch tatsächlich schon mal. Aber irgendwie ist es gleichzeitig auch so ein komplettes, ich kann es nicht beschreiben. Es sind ganz viele Felder mit
ganz vielen Schafen und so. Ich weiß nicht, ob man das gerade sehen kann. Da sind schon ein paar Schafe. Und das schlängelt sich hier so langsam hoch. Also es ist so ein Berg, da geht es noch ganz weit nach oben. Und ich werde jetzt mal versuchen, irgendwie bis nach ganz oben zu kommen und noch ein bisschen, keine Ahnung, Neues zu sehen vielleicht. Ich bin hier schon ein paar Mal hergelaufen. Noch nie mit der Intention, Sport zu machen. Es ist so viel Natur. Ihr könnt es gar nicht, glaube ich, richtig erkennen. Da geht es so weit runter. Ich werde mal ein bisschen weiter erkunden. Und hoffe, dass ich mich nicht verlaufe, weil das könnte mir schnell passieren. Es ist der nächste Morgen, 7 Uhr. Und ich fahre jetzt zum Set. Und gleich geht's dann los. Ich habe jetzt hier meinen Text, weil heute bin ich in allen Szenen, die gedreht werden. In allen 4 Szenen. Heute werden 4 Szenen gedreht. Hi Leute, ich weiß gar nicht, wie ich diese Sequenz gerade richtig anfangen soll. Ich bin komplett am Arsch und muss euch was erzählen. In der letzten Sequenz war ich ja noch in Bayern, in Bayerischzell, um genau zu sein. Und gestern Abend wollte ich nach Hause fahren, was aber nicht so ganz geklappt hat. Ich meine, ich bin jetzt zu Hause, aber das war eine sehr viel anstrengendere Reise, sage ich mal, als geplant. Hi, ich erkläre euch das mal kurz hier, weil ich in dem Clip, den ich da gefilmt habe, wirklich 10 Minuten nur gerambelt habe und irgendwie nicht auf den Punkt gekommen bin. Ich bin am Vorabend zum Flughafen gefahren, beziehungsweise um, weiß ich nicht, irgendwie 19 Uhr oder so, und mein Flug ging um 21.40 Uhr. Und ich hätte noch mega, mega viel Zeit gehabt, aber dann sind wir in Stau gekommen, in eine Vollsperrung und standen da eiskalt 4 Stunden in dieser Vollsperrung, weil 500 Meter ungefähr tatsächlich vor uns ein Unfall war, weswegen die komplette Autobahnseite gesperrt wurde mit so riesigen Scheinwerfern. Da kamen immer mehr Polizisten, immer mehr Krankenwagen und es war richtig, richtig krass. Ich war eigentlich viel, viel zu früh und dachte mir schon so, okay, ich kann noch voll am Flughafen chillen, aber wir standen dann halt wirklich so lange im Stau, dass ich quasi zugucken konnte, wie ich nach und nach meinen Flug verpasse. Und dann gab es sogar noch einmal Hoffnung. Ich habe nämlich die Benachrichtigung bekommen, dass mein Flug eine Stunde Verspätung hatte. Und wenn ich genau dann losgefahren wäre, also wenn die Vollsperrung so 10, 15 Minuten später aufgelöst worden wäre, dann hätte ich diesen noch geschafft. Wurde sie natürlich nicht. Ich musste dann in einem Flughafenhotel pennen. Bin da um 0 Uhr, glaube ich, angekommen, 0.30 Uhr oder so. Und um 6 Uhr am nächsten Morgen musste ich dann fliegen. Deswegen sah ich auch so aus, beziehungsweise jetzt gerade sehe ich auch nicht besser aus, aber egal. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Schaut auf jeden Fall heute Abend um 20.15 Uhr beim ZDF vorbei. Da kommt nämlich eine Folge Frühling, bei der ich sehr, sehr viel zu sehen bin. Oder ihr könnt auch bei ZDF in der Mediathek gucken. Das ist direkt der erste Link in der Infobox. Da könnt ihr alle Frühling-Teile sehen, die ganzen 4 neuen Teile und auch den Winterfrühling, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ich hoffe sehr, dass die Filme euch gefallen. Ich finde sie wunderschön. Und nicht vergessen, heute Abend, nächsten Sonntag auch noch, also nächsten Sonntag kommt noch der letzte und da bin ich auch sehr viel zu sehen, also schaltet auf jeden Fall ein. Heute Abend 20.15 Uhr im ZDF und nächsten Sonntag um 20.15 Uhr im ZDF. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüssi! I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I've got my hands on your body, so tell me.